Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, auf der Insel von Nyx in Legend of Grimrock 2. Ja, wir sind immer noch dabei, die Wüste des Grauens zu säubern, die noch grauenhafter geworden ist, weil unser guter Freund der Trickser, also der Leprechaun, der Kobold, der Wichtel, der Troll, wie man ihn nennen möchte, dort aufgetaucht ist und uns dort wieder mal mit Feuerbomben bewirft. Genau, der da. Wo? Uahaha. Und wir den erstmal loswerden müssen, bevor wir uns um irgendwas anderes, ouch, kümmern. Das ist nicht so gut. Uah. Vor allem, weil da hinten der Dicke kommt. Ey, Kumpitz. So, bloß weg hier. Etwas Freiraum gewinnen. Hallo, sehr viele Mumien. Und wir haben ja hier noch einiges vor, glaube ich. Erstmal wollen wir natürlich den Großen da loswerden. In der Hoffnung, dass der noch einen zweiten Power Gem hat. Weil der erste hatte ja einen. Wow. Der bombardiert uns erst einmal mit Feuer. So, einer ist weg. Hinter uns war ein Felsen. Wow. Könnt ihr euch hinten anstellen? Ich habe gesagt, stellt euch hinten an. So. Langsam geht uns auch die Munition aus, weil wir sie nicht mehr aufsammeln können. Weil die irgendwo verstreut ist oder in irgendwelchen Gegnern drin steckt. Ja, du bist alleine. Dich können wir mal kurz weghauen. Erstmal die einzelnen Mumien vor allem Dingen wegschlagen. Okay, da hat es wieder eine erwischt. Ich muss dran denken, ich habe so ungefähr 17 Bolzen, die ich gerne wiederfinden würde. Wow, wir suchen mal das Weite. Es ist auf jeden Fall leerer, als es vorher war. Und wir haben einen Hungrigen, eine Hungrige. Was machen wir? Erstmal durch die Gegend rennen. So, ihr was zu essen geben. Ein paar von ihren Bolzen einsammeln. Gucken, wo sich der Trickser mal wieder versteckt hat. Der kann sich doch noch nicht in Luft aufgelöst haben. Das glaube ich dem irgendwie nicht. Okay, den Eiszauber reinrennen ist eine dumme Idee. So. Genau. Den Bolzen wieder einsacken. Hallo, Großer. Ah, au. Okay, ich sehe schon, wir müssen uns bald wieder zurückziehen. Was sagst du? Das können wir später lesen. Bin ich verrückt? Hier sind überall Mumien und ich habe einen Golem auf dem Fersen und irgendwo ist auch noch der Trickser. Der Leprechaun. So, weg mit euch. Unterwegs. Der wird garantiert auch noch irgendwo sein. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass er schon verschwunden ist. Na, kriegt ihr mal euer Fett weg. So. Sind die auch mal weg? Es werden weniger. Es werden definitiv weniger, aber der Große da macht mir immer noch Sorgen. So, die Gruppe ist auch weg. Die halten auch nichts mehr aus. Wenn ich den mal treffen würde. Knarre mal rausziehen. So. Ihr beide solltet weg. Eigentlich. Da liegt noch ein Bolzen. Sammeln wir unterwegs mal Bolzen ein, wenn wir welche finden. Da liegt ein ganzer Haufen Bolzen. Da
3 Stück. So. Haben wir schon mal 14 Stück wieder. So. Au. Wohin ist der Trickser abgehauen? Ah. Ah. Golem im Nacken ist nicht gut. Du bist am Verhungern. Hier kannst du einen Fisch haben. So, weg mit dir. Mir fehlen auf jeden Fall noch 3 Bolzen. Die könnten in den hier drin stecken oder in den hier drin stecken. Ja, genau. Hier ist noch einer drin. Also fehlen nur noch 2. Ja, spuck du ruhig. Ich habe so das Gefühl, der Trickster hat sich wirklich schon weggeportet. Ihr seid eine Gruppe, also kriegt ihr mal. So. Eins auf die Nase. Das geht schön durch. So. Nicht so gut. Ich suche mal das Weite durch die Mitte und es wird langsam wieder dunkel. Oh, da hinten ist noch so eine Attributspflanze. Ja, ich bin gierig. Du mach mir mal Licht an. Out of Energy. Dann trink deinen letzten Trank. So. Attributspflanze haben wir wieder 8 Stück. So, dann kümmern wir uns erstmal um die letzten Mumien hier. So. 15, also fehlen noch genau 2 Bolzen. Oh. Genau, weg mit dir. Weg mit euch beiden, okay. Ach, stimmt ja, ich habe ja schon in den da Bolzen reingeknallt. Unterwegs ein bisschen Zeug einsammeln. Hallo, komisch aussehender Stein. Dumm, dumm, dumm. Heilen. Heilen und speichern können wir dabei auch gleich, weil wir haben nur noch den dicken Golem und der ist ein Stück weit weg. LP 108. So. Genau, der da hinten. Das ist unsere einzige Sorge hier noch. Oh, und gegen den wirken Zauber leider nicht. Oh, da ist noch eine Mumienhorde. Wow. Ja, noch ein Critical. Wow. Jetzt macht er Feuer um sich. Jetzt beschießt er uns wieder mit Feuer. So. Wow. Der hat Zeug gedroppt. Anders als erwartet. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er noch einen Power Gem droppt. Aber das ist nur anderes Zeug. Sterbt. Jetzt stirbst du noch. So. Meteoritenplatte. Das ist für dich. Und ja, ich habe in den Steam Achievements, wo noch ein Goldschlüssel, mal gespickt. Es gibt das Kristallset, von dem wir bis jetzt nur die Gauntlets haben. Und das Meteoritenset. Und alles, beides hat 6 Teile. Und vom Meteoritenset müssten wir jetzt haben 1, 2, 3, 4, 5. Also fehlt nur noch der Helm. Oh. Und sie hat überhaupt gar kein Essen mehr. Das ist gar nicht gut. So. Das müsste es hier jetzt eigentlich gewesen sein. Du warst sogar nur noch eine leichte Rüstung.
Ah ja. Das müsste es hier jetzt gewesen sein. Jetzt können wir uns noch das Serpent-Schwert schnappen. Requires light weapons. Du machst definitiv weniger Schaden, genau. Und hast auch nicht mal eine besondere Fähigkeit. Dafür haben wir jetzt 4 Power Gems, um das Wasserelement zu erschaffen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier fertig um. Also, dass die Wüste aufgedeckt ist, und dann machen wir das Rätsel mit dem Baum noch. Weil dann scheint es ja einen super tollen Stab zu geben. Das hier sieht fast schon ein bisschen verdächtig aus. Ne, hier ist nichts. Und hier ist nochmal das Gesicht. Was sagst du denn? Weil du bist ein anderes Gesicht, oder? Der Weg zur Erleuchtung führt durch den versteckten 5. Schrein. Ja. Gut. Das war das Rätsel mit dem... Where there is no way to hide from sunlight, residiert die Einsamkeit von einem Tree. The missing limb will point you to the right direction. The missing limb, also normalerweise der fehlende Ast. Das hier ist ein Astloch, das heißt, hier fehlt ein Ast. Und ich soll in die so weit gehen, wie ich sehen kann. Und dann müsste ich dort was ausgraben können. Also hier. Bingo. Mimik-Fragezeichen? Nein. Silver Scepter ist für dich. Potion of Dexterity. Und... Potion of Resurrection. Boah, das ist nicht schlecht. Dexterity. Hast du 11? Du hast 12. Also kriegst du ein... Ne, obwohl du triffst seltener als er. Kriegst du ein. So. Und der Stab. Also erstmal wieder die Sachen. Der Stab. Eine Shield Potion kann zu ihr. Energy Resist All Concentration. Invisibility. Oh ja. Der ist nicht so gut wie der Stab. Leider. Er ist aber besser eigentlich als die Sphäre. Die gibt Dexterity. Die gibt Dexterity. Nein, die brauche ich. Also nee, der Stab ist nicht so toll. So, und damit hätten wir... Oh, da drüben noch ein Fitzelchen zum Erkunden. Oh, hier liegt Munition. Können wir immer gebrauchen. Okay, das war's dann mit der Wüste. Da ist der Kristall. Ja, der Trickser ist schon abgehauen. Und hat uns nichts dagelassen dieses Mal. Naja, den werden wir nachher eh gleich wiedersehen, wenn wir uns wieder in die Katakomben aufmachen. Weil viel mehr haben wir ja nicht mehr. Wir haben hier die Pyramide, die haben wir geklärt. Ja, Orhuls Krypta, das ist das nächste Ziel, was wir haben. Beziehungsweise das letzte Ziel. Hier in den Deserts haben wir ja alles. Jetzt. Gut. Ja, das Meteoritenset ist fast vollständig. Was hast du noch mal zu sagen?